Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem weiteren Preisanalyse-Video, wo wir wieder mal schauen, wie waren die vergangenen Deals, wie haben sich die Preise entwickelt und hat es sich gelohnt zu kaufen, um es weiter zu verkaufen. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, Freunde, wie angekündigt, lasst uns mal einen Blick auf die Preise werfen der vergangenen Deals, die ich mit euch geteilt habe, und schauen, wie sich diese entwickelt haben, ob es sich gelohnt hat zu kaufen, um wieder diese Produkte zu verkaufen. Das erfahrt ihr in diesem Video. Bevor wir mit dem Video anfangen, gib dem Video gerne schon mal einen Daumen hoch, wenn dir dieses Format gefällt und du diese Preisanalyse gerne siehst, wie ich durchgehe, die Deals, die ich mit euch teile, und die Preisentwicklung uns einfach gemeinsam anschauen, um das Ganze wirklich reell zu sehen, um auch tatsächlich zu sehen, dass es sich lohnt, zu günstigen Preisen zu kaufen und zu teuren Preisen dementsprechend auf anderen Marktplätzen oder auf Amazon selbst weiterzuverkaufen. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen, dann abonniere gerne diesen Kanal, so verpasst du nichts, drück die Glocke, so bleibst du immer up to date. Wir gehen gleich die Deals durch. Das sind schon vergangene Deals, die dementsprechend sich am Preis schon erhöht haben. Dementsprechend lohnt es sich, diese Deals nicht mehr zu kaufen. Aber falls du aktuelle Deals haben möchtest und immer auf dem aktuellen Stand sein möchtest und solche Deals per WhatsApp direkt auf dein Handy oder in Telegram empfangen möchtest, dann findest du dazu unten in der Videobeschreibung alle Informationen, wie du dich kostenlos und unverbindlich dazu anmelden kannst. So. Dann lass uns mal beginnen mit dem ersten Deal. Das war wieder so ein von Light, so ein Aktenordner. Den hatte ich schon mal öfters im Deal. Es ist so, dass er öfters schon mal mit dem Preis nach unten geht. Und ja, letztes Mal war es wieder so weit, dass der Preis wieder nach unten ging. Wir sehen hier so einen kleinen Dip nach unten für 11,90 €. Diese Ordner kommen tatsächlich zusammen als ein Paket. Jedoch kann der Ordner oder jeder einzelne Ordner getrennt verkauft werden. Und ich habe dazu extra sogar geschrieben, bei eBay werden teilweise die Ordner pro Stück für 10 € gehandelt, was durchaus möglich ist, und dementsprechend kann es sich lohnen, diese sogar einzeln zu verkaufen. Schauen wir uns mal an, also für 11,90 € haben wir das 5 Ordner bekommen können. Und ja, Vergleichspreise waren so um die 40 €, dementsprechend 10 bis 15 € Gewinn, wenn man es gesamt verkaufen würde, wenn man es getrennt verkaufen würde, sogar noch mehr. Und ja, wir sehen hier auch bei Amazon jetzt für 42,95 € erhältlich, dementsprechend ein guter Deal gewesen, um diesen weiter zu verkaufen. Gucken wir uns das nächste Produkt an, und zwar so ein Fitness-Cross-Trainer. Auch ein super Hammerteil, natürlich jetzt nicht für jeden, der so ein Riesending. Das wird zwar im Paket verschickt, aber ist nicht für jeden was. Also in der Regel würde man sowas, also ich persönlich würde sowas dann bei eBay Kleinanzeigen anbieten, dann holt es jemand persönlich ab und man muss, kann sich die Versandkosten dafür sparen, denn so ein Ding wiegt auch einiges. Sehen wir hier, okay, maximale Tragfähigkeit 150 Kilo, ich sehe jetzt hier keine Kilogrammangaben, wobei vielleicht ganz unten, nee, auch nicht. Falls du weißt, was so ein Ding wiegt, dann gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten konzentrieren wir uns mal hier auf den Preis. Das Ding gab es für 99,90 €. Ihr seht hier den kleinen Dip hier unten. Das war der Bestpreis, ja, seitdem das Produkt hier bei Amazon gelistet ist. Dementsprechend ein sehr, sehr guter Preis. Und wenn wir uns das mal jetzt anschauen, jetzt ist das Ding wieder bei 229 €. Ich habe hier ja ungefähr auch so mit dem Verkaufspreis gerechnet um den Dreh. Und ja, Verkaufspreis von 20 bis 50 € sogar realistisch. Dementsprechend, wer hier zugeschlagen hat, hat alles richtig gemacht. Gerne einen Kommentar hinterlassen, falls du ja auch solche Artikel kaufen würdest, um diese weiter zu verkaufen, auch wenn sie etwas größer ausfallen. So, kommen wir zum nächsten Produkt, und zwar solche Knieschoner von K2. Sind eigentlich recht gute Marke auch, muss man sagen, sind auch coole Dinge. Jetzt besonders, wo es ja zum Frühling hingeht und Sommersaison, viele steigen wieder auf ihre Inlineskates, und dann schaden solche Sachen natürlich nicht, um sich nicht zu schaden. Ja, jetzt gerade bei 19,35 €, was hat es als Deal gekostet? 3,56 €, tatsächlich, also teilweise nicht zu glauben, aber ja, ihr seht es hier,
Der Preis ging hier runter und dann ging er mal wieder hoch und dann ging er wieder runter auf 3 Euro bis 3,10 Euro sogar. Ich glaube, hier habe ich das mit euch veröffentlicht. Genau, hier habe ich es geteilt für 3,56 Euro. Immerhin immer noch ein guter Preis. Und kurz danach ging das Ding wieder auf knapp 20 Euro, wie es jetzt ja auch ist. Und ja, sehr gutes Produkt. Es gab tatsächlich sogar andere Sets noch in anderen Größen für einen ähnlichen Preis. Ich glaube, so um die 5 Euro, was sich immer noch lohnt zum Weiterverkaufen. Dementsprechend, wer hier zugeschlagen hat, hat auch nichts falsch gemacht. Ein möglicher Reseller-Gewinn 5 bis 10 Euro. Also bei dem Einkaufspreis definitiv ein Kauf wert gewesen. Und kommen wir schon zum letzten Produkt, und diesmal bei Galeria. Eine Casio Herrenuhr, auch ein sehr guter Preis, zumal hier 20 Euro noch Rabatt gab, wenn man das Ganze hier ab 100 Euro Einkaufswagenwert hatte. Ja. Mit einem Gutschein von Galeria 20. Einige haben mir gesagt, dass der Gutschein nicht funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es teilweise in Verbindung mit der Kundenkarte gebracht ist. Also das heißt, ihr müsstet, falls ihr nochmal sowas habt, eine Kundenkarte bei Galeria anlegen, um diesen Gutscheincode anzuwenden. Also es ist nicht für jeden. Das steht teilweise aber auch in den Gutscheinbedingungen dabei. Auch hier seht ihr, der Preis steht zwar noch, aber dieses Produkt ist restlos ausverkauft. Man könnte es jetzt nur noch in der Filiale irgendwo besorgen oder kaufen und dann abholen. Und ja, ein sehr gutes Produkt, wie ich finde. Casio-Uhren habe ich schon öfters verkauft, die lassen sich auch gut verkaufen, sind auch tatsächlich sehr wertstabil, muss ich dazu sagen, im Vergleich zu anderen Markenuhren. Dementsprechend hier eigentlich nichts falsch zu machen. Vergleichspreise waren so um die 70 Euro, deshalb ein möglicher Reseller-Gewinn hier 15 bis 20 Euro. Das war es auch schon. Es gab, wie gesagt, nicht viele Deals die letzten Tage. Aber ihr könnt gespannt sein, Amazon kündigt jetzt schon an mit dem nächsten Amazon Prime. Der findet dann im Sommer statt. Deshalb melde dich zum Newsletter an. Bei Amazon Prime wird es natürlich richtig abgehen. Da werden es dann Deals sein, vielleicht 10, 15 Stück am Tag. So jetzt schätzungsweise. Deshalb lohnt es sich durchaus, hier den Newsletter zu abonnieren. Und das, wie gesagt, kostenlos und unverbindlich. Alle Informationen dazu, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich, wenn du hier auch spannende Sachen gekauft hast und diese weiterverkaufen konntest. Falls du Fragen hast, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Und sonst wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg weiterhin beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao.